Liebe Bonnerinnen und Bonner, ich stehe heute am Bonner Rheinufer. Für diesen Bereich hat der Stadtrat im letzten Sommer beschlossen, dass es eine Verkehrsberuhigung geben soll und dass der Verkehr auch anders geführt wird. Mit den ersten Maßnahmen dazu haben wir als Stadtverwaltung jetzt begonnen. Ziel ist es, diesen Bereich lebenswerter zu gestalten und auch die Stadt mehr zum Rhein hin zu öffnen. Auf dieser südlichen Strecke zwischen der Rheingasse und der zweiten Fährgasse findet aktuell der Umleitungsverkehr statt. Solange das Koblenzer Tor noch geschlossen ist im Rahmen dieser Maßnahme, haben wir die Parkplätze hier an der alten Mauer schon weggenommen. Es hat sich gezeigt, dass der Parksuchverkehr sich schon deutlich reduziert hat. Den Platz unter den alten Mauern, den werden wir jetzt zukünftig anders nutzen können, beispielsweise für mehr Fahrradstellen. Anlagen für Gastro beispielsweise, aber auch für Begrünung. Fahrradfahrende können natürlich weiter in beide Richtungen auf dem Fahrradweg oder auch auf der Straße unterwegs sein. Mit der zweiten Phase der Aufwertung des Rheinufers haben wir am 4. April begonnen. Sie betrifft hier den nördlichen Teil zwischen der Rheingasse und dem Rosental. Voraussichtlich ab Ostern wird dieser Bereich den Fahrradfahrenden, den Fußgängerinnen und Fußgängern vorbehalten sein. Die Parkplätze sind schon entfallen, mit Ausnahme von Behindertenparkplätzen, den Ständen für die Taxen und auch für den Lieferverkehr. Für die Anwohnerinnen und Anwohner werden im Quartier zusätzliche Anwohnerparkplätze ausgewiesen. Südlich zwischen der Rheingasse und der zweiten Fährgasse wird zeitnah auch der Kfz-Durchgangsverkehr entfallen. Damit wird die Strecke für die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer deutlich attraktiver. Auch bei Gegenverkehr, wenn sich beispielsweise Fahrräder mit Kinderanhängern oder auch Lastenräder entgegenkommen, besteht kein Risiko mehr, also deutlich attraktiver für Fahrradfahrende, hier am Rheinufer unterwegs zu sein. Ich bitte alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier am Verkehr am Rheinufer in den nächsten Tagen um besondere Vorsicht. Änderungen in der Verkehrsführung bringen immer Irritationen mit sich. Deshalb ist es wichtig, dass hier insbesondere in den nächsten Tagen besonders viel Rücksicht aufeinander genommen wird. Wenn im Sommer die Bauarbeiten am Koblenzer Tor beendet sind, dann wird dieser Bereich zur Fahrradstraße. Der Kfz-Durchgangsverkehr wird unterbunden. In dem Areal hier am Rhein wollen wir mehr gastronomische Angebote, wir wollen mehr kulturelle Angebote, wir wollen auch Möglichkeiten, Sport zu treiben. Das alles für eine temporäre Aufwertung, bis wir dann zur vierten Phase der Umsetzung kommen. Die vierte Phase besteht in der baulichen Umsetzung des Siegerentwurfs zur Neugestaltung des Rheinufers. Das ist eine große Maßnahme aus dem Masterplan 2.0 und wir werden mit der schrittweisen Realisierung Ende 2023 beginnen. Ich freue mich darauf, wenn der Bereich hier am Rhein dann noch viel mehr als heute zum Verweilen und zum Flanieren einlädt.